Hallo, liebe YouTube-Freunde. Es ist wieder soweit mit der Prophezeiung Nostradamus für den Monat März 2019. Welche Konstellationen sind in diesem Monat zu sehen? Was erwartet uns? Die Schrecken der letzten Wochen sind überstanden, sodass wir jetzt aufatmen können. Für einen kurzen Moment. Die Venus im Wassermann gibt uns das, was wir schon lange verloren glaubten, den Lebensmut und Lebensglaube. Nun schauen wir auf uns selbst und weniger auf die bedrohte Welt um uns herum. Doch aufgepasst, die Fische-Energie verstärkt die Venus, sodass wir zu gefährlichen Illusionen verführt werden können. Bitte keine Luftschlösser bauen, sie werden einstürzen. Nostradamus kannte die Deutschen sehr gut und beschreibt diese Gefahr. So mit seiner Prophezeiung. In Deutschland entstehen verschiedene Sekten. Sie nähern sich stark dem glücklichen Heidentum. Das Herz gefangen, klein die Erträge. Sie werden umkehren und mit der richtigen Währung bezahlen. Würden nun all diese vielen neuen Heilsverkündern fordern, dass wir nach ihren Rezepten gefälligst leben sollten, ja, dann wäre das alles schön und gut. Sie aber sagen, wer und was schön und gut ist, die anderen haben sich danach zu richten. Ist das nicht der Fall, werden sie geächtet. Und das genau ist der Sprengstoff der Fische-Energie, wovor Nostradamus mit den Worten warnt. Soll das Herz gefangen, klein die Erträge. Und er meint damit, wenn man die Probleme nicht an der Wurzel packt, kann die Welt nicht besser werden. Wenn wir also keine Luftschlösser bauen und mit guten Überlegungen planen, dann wird es doch ein guter Monat März. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderbare gute Zeit. Genießt den Frühlingsmonat März und ich schicke euch lichtvolle Strahlen auf euren Weg. In Liebe, eure Deria.